So, was geht, ihr Bros Brosin? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren großen Aufgabe, die wir uns gestellt haben hier auf dem Kanal Noogie Duty. Denn, wie es aussieht, zocken wir ein Spiel, was 2019 erschienen ist. Und geht schon gut los. Und für uns persönlich das Spiel des Jahres geworden ist. Ja, also für mich auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du hast so ein bisschen Schwierigkeit, dich dazu entscheiden, weil doch wir vieles gespielt haben, was so Game of the Year worthy war. Richtig, aber am Ende ist es doch Bloodstained geworden. Es ist einfach geil. Ist auf jeden Fall ein wunderschöner Titel. Und endlich mal wieder ein Let's Play Together von uns beiden. Ja. Wir haben das letztes Jahr erstmals auf der Nintendo Switch gezockt. Nee, Quatsch, auf der... Wir hatten es für die PS4, ne? Genau. Genau, für die PS4 hatten wir es gezockt. Und da hat es uns komplett aus den Latschen gehauen, weil es war mega geil. Und der Aufnahme halber, damit es einfach ist, haben wir jetzt halt uns das Ganze nochmal über Steam geholt. Und ja, würde sagen, legen wir los, wa? Jo. Badabam. Und? Einstellung, Konfiguration haben wir jetzt schon alles gemacht. Haben uns hier ein kleines Setup vorbereitet. Nein. Ja, also war doch umständlicher, als wir gedacht haben. Aber ich würde sagen, lassen wir uns erstmal jetzt eintauchen in die Welt von dem Castlevania-Nachfolger Bloodstained. Neue Dateien. Bei den Namen bleiben wir. Ja, würde ich sagen. Und, ich würde es mal, ich würde es auf normal lassen. Erstens, ja. Wir heißen Noogie Duty, alles andere überfordert uns. Und zweitens, wir haben es jetzt auch schon wieder über ein halbes Jahr oder so nicht mehr gespielt. Das ist richtig. Oh, mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. その火薬80３が落下山の噴火により、ヨーロッパ全土が暗闇に覆われていた。その時、闇に紛れるかのように、イギリスの一部の都市で大量の悪魔が溢れ出したのである。それは止めるものの心変わりにより、秘匿権益を失うことを恐れた錬金術師たちによる暴走だった。彼らは自らの秘術で作り出した 悪魔の力と同調する結晶を移植したシャードリンカーを生贄として、この世に大量の悪魔を召喚させた。人々を巻き添えにしたその動乱は、教会の力によって鎮められたが、支払った代償はあまりにも大きすぎる。一方、全て死んだと思われていたシャードリンカー、 悪魔召喚の儀式の中で唯一奇跡的に生き残った聖母ジーメル。儀式の直前に謎の眠りに落ち、儀式を免れた少女ミリア。この2名だけがかろうじて悲劇を逃れていたのであった。それから10年の月日が流れ、人々が全てを忘れ去った。 また再び悪魔が城とともに現れる。時を同じくして眠りから目覚めたミリア。その血塗られた儀式がジーベルの仕業と知った彼女は錬金術師ヨハネスと共にその呪われた城へと赴く。運命を乗せた船はその時を Nach dem Intro kommen wir jetzt auch direkt ins Spiel. Könntest du mir eben vielleicht nochmal was zu trinken geben? Ja, gesendet. Das passiert mal. Und ja, liebe Zuschauer, wir spielen das Spiel mit den japanischen Stimmen, weil es uns einfach viel besser gefällt. Ja, also wir hatten das letztes Jahr beides ausprobiert, immer zwischendurch dann auch mal auf Englisch gestellt, aber ich muss sagen, dass mir das ähnlich wie bei Octopath Travel halt auf Japanisch doch besser gefällt, overall. Ja, Dito.
Ja, typisch deutscher Johannes, er verlässt sie nur auf Fakten und Tatsachen. あなたが謝る必要はないわ。ヨハネスはいつも私たちを守ってくれてたもの。だけど、そんな昔のことより、今やるべきことを考えるべきだろ。本当にジーベルの仕業なら、私が止めなくちゃいけない。それが彼との約束だから。本来なら親友だった僕が、シャードの実験のために、たくさん戦闘訓練も積んでるし、私のやれることをやるだけよ。ところで、どうして私は10年も眠っていたの？ それが僕にもわからないんだ。分かっているのは時間を止めるような特別な術式の魔法だったこと。それと力の減衰を観測することで、ちょうど10年で目覚めるだろうと予測できたことぐらいだ。そう。そろそろ目的地に着きそうだ。準備をしておいた方がいいな。そこの箱に必要な装備を入れておいた。まずはそれを取って装備するんだ。 So, und schon können wir auch die Steuerung übernehmen. Wir müssen uns jetzt natürlich erstmal hier ein bisschen umgewöhnen, weil wir haben es wie gesagt mit der PS4 gezockt und jetzt mit dem Microsoft-typischen Xbox-Controller. Jo, da rufen wir das Menü auf. In der Ausrüstung haben wir unsere erste Waffe sowie andere Gegenstände. Also, wenn du hier schon mal ein bisschen so ausprobierst, kann ich ja noch ein bisschen was zum Spiel an sich sagen. Also aufgebaut ist es praktisch wie ein klassisches Castlevania-Spiel. Sprich, wir haben ja, das Ganze aufgebaut wie die 2D-Titel mit eher zweidimensionalen Räumen, die natürlich grafisch in dem dreidimensionalen dargestellt worden sind jetzt hier im Spiel. Genau. Aber es ist immer noch auch mit der alten Mechanik möglich. Das heißt, wenn du in einem Teil bist, kannst du nach rechts oder links halt je nachdem wieder rauslaufen, wieder reinlaufen und der Raum wird wieder komplett resettet sein. Das heißt, dort werden wieder die Gegner an den Spawns erscheinen und so kann man dann natürlich auch gezielt die Shards farmen. Wir haben jetzt hier gerade den ersten bekommen. Was die Shards uns bringen, wird Dennis euch gleich dann auch nochmal demonstrieren. Würde ich sagen, aber ich sag mal, die Fans der klassischen Castlevania-Teile sollten eigentlich sich schon so eine ungefähre Vorstellung davon machen können, was die Shards hier was für ein Part sie hier übernehmen in dem Spiel. Das ist beispielsweise vergleichbar mit den Mit den Seelen mit den Seelen, aus genau. Area of Sorrow und Dawn of Sorrow, wie Oder es Order im of Zoo. Ecclesia, da hast du ja auch. Da hattest du ja zum Beispiel die Glyphen gehabt. Genau. Ich kann für euch das mal sagen, wenn ihr auf die Facecams gerade achtet. Wir gucken so ein bisschen nach unten, weil wir quasi diesmal nicht mit der Webcam aufnehmen, sondern halt mit meiner normalen Videokamera. Und die ist Und etwas höher gesetzt. erhabener, ja, damit ihr mehr von uns seht. Und der Fernseher ist halt etwas bodenständiger, deswegen. Ich gucke ab und zu noch mal auf den anderen Bildschirm, damit, weil ihr wisst, dass mein Mikro immer wieder mal einen Abgang macht manchmal und deswegen ich überprüfe, ob alles so noch im Setup funzt. Ein wildes Schrei, wir wollen das. A wild scream appeared und tschüss. Weg ist er. So, nach dem Gespräch habe ich dann erstmal direkt noch eine Frage an dich. Okay. Wir haben das Spiel ja letztes Jahr, muss man sagen, innerhalb von 10 Tagen komplett auf 100% durchgekloppt. Ganz genau, also da waren wir schon ja, leicht assi, aber Meine es hat Spaß gemacht. Frage ist, wie strebst du das hier bei der LP an? Soll es am Ende auch auf die 100% hinauslaufen?
Ich weiß nicht, wann, ob es direkt unbedingt 100% sein müssen, aber ich denke, so viel wie möglich sollte man. Also ich sag mal, ich hätte schon Bock drauf. Ich kann mir dann vorstellen, dass wir das ähnlich dann machen werden wie bei Lords of Shadow, so dieses Gegrinde, was beispielsweise die Shards anbelangt und so weiter, wo du auf 100% kommen willst. Da würden wir euch vielleicht nur Ausschnitte von zeigen oder halt im Zeitraffer, weil das ist halt wirklich überwiegend Gefarme. Ja. Und sonst, wo ihr Secrets findet und so weiter, das würde ich dann mit in die Aufnahme nehmen. Aber wir versuchen natürlich auch so viel während des Spielverlaufes, des normalen halt, so schön zu kriegen. Ich liebe die Musik einfach, Alter. Mhm. Das war auch ein Grund, weshalb ich auf Steam alles haben wollte. Erstens, wir haben da noch einen Bosskampf vor uns, den wir noch gar nicht hatten. Ja. Weil der ursprünglich nur für die Kickstarter verfügbar gewesen ist und jetzt bei Steam aber als DLC auch verfügbar war. Da drüben ist noch eine Kiste. Die nehmen wir noch mit. Wir haben einen Trunk erhalten. So, nochmal ganz kurz zu den Scherben. Wir haben, wie gesagt, Anlehnung an Area of Sorrow oder auch auf Order of Ecclesia. Es gibt verschiedene Arten von Scherben. Es gibt Angriffsscherben, die mit einer Taste direkt aktiviert werden können. Das ist zum Beispiel der Wasserplatscher, den wir von dem allerersten Gegner bekommen haben. Sowie kontinuierliche Scherben, die halt uns etwas über Zeit bringen. Und viele verschiedene Sachen. Aber passive Scherben gibt es noch und natürlich auch dann die Mastery-Scherben. Genau. Das sind alle Sachen, die wir uns auf jeden Fall holen wollen. So, und jetzt müssen wir hier unser Händchen hochhalten mit dem rechten Analogstick. Und dann würde ich nämlich jetzt auch gleich euch demonstrieren, was wir mit Farming meinen. Weil hier gleich diese Vogelfreunde kommen werden und von denen würde ich nämlich viel lieber den Angriffschart haben, weil ich den wesentlich besser, finde ich besser am Anfang als das von den Squids, ehrlich gesagt. Verdammt, da war ich zu kurz. Verfehlt. Ja, ihr seht, wir sind jetzt beispielsweise aus dem Areal rausgelaufen, wo die Typen spawnen. Und deswegen sind die aber wieder nachgespawnt. So, der hat leider keinen Schad für uns gehabt. Für diejenigen unter euch, die noch gar nicht so mit Castlevania zu tun hatten. Da warst du zu kurz. Beziehungsweise bist du früh losgesprungen. Du kannst einen Schad auch mehrmals gedroppt bekommen. Genau. Und zwar bist du, hier ist das so arrangiert, bis du einen Schad 9-mal hast. Das ist das Maximum an Kapazität, die du von dem Schad besitzen kannst. Und wir werden das mit dem Farmen auch unregelmäßig in Anspruch nehmen, weil der große Vorteil ist, nice, wir haben direkt nochmal ein neues Hemdchen bekommen. Der große Vorteil ist, dass es hier einen NPC gibt, der dir die Shards abkauft. Den lernen wir noch kennen. Und somit kann man auch immer liquide bleiben, also seine Kohle aufrechterhalten. Genau. Und natürlich spielt hier Kohle eine große Rolle für alle Kochrezepte. Das möchte ich auch sehr gerne wieder machen. Für verschiedene alchemistische Herstellungsweisen. Und natürlich auch für Equipment, was man sich craften kann. Hier in dem Teilset ist es so, du musst einmal resetten. Also einmal raus, jetzt wieder rein, genau. Also dafür ist der Bereich noch nicht groß genug, genau, dass die Monster von alleine respawnen. Und anders als bei Castlevania mit den Herzen, also die Herzen hat man ja damals dafür verwendet, um sagen wir, spezielle Angriffe zu wirken, zum Beispiel Äxte zu werfen, Dolche zu werfen, Weihwasser einzusetzen. Dafür hat man ja diese Herzen gefarmt, die man die ganze Zeit aus den Kronleuchtern bekommen hat. Hier ist das die Shards kosten Mana. Im Prinzip, ja. Und man sieht es auch unter unserer Lebensleiste. Die Leiste regeneriert sich auch stetig. Was man auch zum Beispiel auch durch Shards auch verbessern kann. Okay, die sind jetzt One-Shot. Waren sie wahrscheinlich schon vorher. Ja, nee, jetzt selber so seit dem Level-Up mit dem Spell. Jawohl, da ist der Shard. Nice. Und ihr habt auch gerade schon gesehen, Gegner können natürlich auch Mats droppen. Und die brauchen wir auch dann für Alchemie und Crafting. Und da haben wir jetzt schon die ersten Materialien sowohl von der Harpie als auch von dem Squid gedroppt bekommen, was sehr nice ist. Es gibt allerdings auch Gegner, die dir gar keine Shards geben. Kann man dann zur Not aber auch im Bestiarium natürlich nachgucken.
Aber vieles ist hier halt einfach Trial and Error. So, und von dem möchtest du natürlich den Schaden auch gerne haben. Von unserem General Dullahan. Der ist aber schon mal nicht so gut. Den treffen wir auf jeden Fall noch öfters. Ja, aber hier ist der Schaden zu farmen eigentlich ganz gut, weil du kannst jetzt runtergehen und dann wieder hoch und so resetten. Also das ist natürlich auch, wenn ihr die Shards haben wollt, immer so eine Kiste, wo man überlegen muss, welcher Ort bietet sich am besten zum Farmen an. Und da müsst ihr ein bisschen so auf eure Map und auf das Environment achten. Und hier hat man halt den Vorteil, wie gesagt, einmal kurz runter, wieder hochgehüpft und schon ist man wieder bei dem Dullahan. Das nächste Level Up. Ja, also ein bisschen Geld. Ich bin auch mal gespannt, wie weit wir heute in der Session kommen werden, weil für euch ist das natürlich alles auf YouTube in Folgen geschnitten. Aber ich sag mal, wir haben uns jetzt heute vorgenommen, so circa 3 Stunden zu zocken. Und dann mal gucken, wie weit wir damit kommen. Autsch. Der ist ein bisschen geizig. Manchmal sind Gegner wirklich unfassbar geizig. Also, das hatten wir leider auch schon sehr oft festgestellt, aber ich sag mal, wir haben auch natürlich schon einen Plan, welche Charts wir gezielt farmen wollen, um Geld zu kriegen. Jo. Es gibt da jemanden. Ja. Aber er ist dem Dullahan nicht ganz unähnlich. Aber ich würde behaupten, der ist populärer. Bei vielen Gaming-Fans. Obwohl, ich merke gerade, das ist ja nicht sein richtiger Name, weil unten rechts sieht man, das ist der Dullahan. Der Dullahammer, ja. Das ist Castlevania gewohnt bei mir, dass ich ihn Dullahan nenne. man erkennt halt sehr schnell die Referenz, was das eigentlich sein soll. Au. Und falls sich einige von euch fragen, ja, wieso eigentlich Castlevania-Nachfolger? Es gibt ja viele Metroidvania-Titel. Wir sehen es als Castlevania-Nachfolger an, weil es wirklich der originale Designer von Castlevania ist, der diese Spielserie halt als Kickstarter-Projekt gestartet hat. Ja. Wo das Ganze halt auch gecrowdfundet wurde und auch seine Frau müsste das gewesen sein. Genau. Die schon seit Ewigkeiten halt die ganzen Illustrationen für Castlevania-Teile gemacht hat, ist hier wieder am Start. Und wie ich finde, hat einen sehr, sehr guten Job wie immer gemacht. Ja. Das auf jeden Fall. Ich meine, die als Team mit einem dritten Mann, ich kenne seinen Namen gerade nicht mehr, der überwiegend für, ich meine, die Musik zuständig war. Die drei haben seit Symphony of the Night also Castlevania Symphony of the Night, immer wieder zusammen an den Teilen zusammengearbeitet. Und Dankeschön. Nice. Hier noch ein bisschen Bronze. So, jetzt gehen wir am besten mal direkt runter und dann müssen wir nach rechts, weil ich meine, da sollte es auch bald noch irgendwo ein Zimmerchen geben, wo man sich ausruhen kann. Das wäre jetzt sehr hilfreich. So, wir haben aber hier noch eine Tunika bekommen. Ist das besser als das Baumkleid? Nee. Verteidigung 2, nee. Aber da war ein rostiger Ring. Nehmen wir erstmal mit. Wir haben natürlich auch schon so ungefähr in Aussicht, was wir für Endgear so haben wollen. Ich muss auch sagen, ich bin wirklich mega zufrieden und stolz drauf, dass wir das letztes Jahr weitestgehend ohne irgendwelche Hilfestellungen und so weiter durchgespielt haben. Also auch die Secrets haben wir überwiegend so gefunden. Die Bücher würde ich auch sehr gerne mitnehmen. Ja. Machen wir am besten einfach wie bei Lords of Shadow. Wir können uns ja abwechselnd mit Sachen vorlesen. Das ist jetzt zum Beispiel einfach nur ein Infobuch über die verschiedenen Status-Debuffs, die es gibt und verschiedenen Angriffselemente. Genau. So, und ich fange dann einfach mal kurz an. Durch meine Studien habe ich von der Existenz der folgenden Attribute erfahren. Es gibt einmal das Schnittattribut, den Stoßattribut, Schlagattribut, Feuerfähigkeiten, Eisfähigkeiten, Donnereigenschaft, Lichteigenschaft, Dunkelheitseigenschaft und als Debuffs natürlich noch Gift, Fluch und Stein. Und man wird auf verschiedene Waffen stoßen, man wird auf verschiedene Gegner treffen, die mit diesen Sachen arbeiten. Und gegen die natürlich dann auch ein gewisser Debuff oder beziehungsweise Statuseigenschaftseffekt effektiv ist. Genau. Und das so ein bisschen rauszuknobeln macht auch sehr viel Spaß. Ist so dieses typische Pokémon-Element. Richtig. Sag ich mal. So, was ist da unten?
da links ist auch erstmal eine Kiste. Ja, stimmt natürlich. Sie fragen, kommen wir hier schon ran? Da ist der Mord. So. Der Mord, der erste ist beispielsweise unser erster Gegner hier, der uns keine Shard droppt. Richtig. Da haben wir uns nämlich beim ersten Mal auch dumm und dämlich gefahren, weil wir unbedingt das Shard von ihm haben wollten, aber wie sich herausgestellt hat, der gibt keine. Den zweiten Mord, den wir treffen, der gibt uns dann schon wieder einen. Also genau. Mord ist hier die generische Dämonengegnerart, die in verschiedenen Formen vorkommen wird. Vergleichbar unter anderem mit sowas wie Skeletten bei der alten Castlevania-Serie, würde ich sagen. Ja, kann man. Doch, das ist ein sehr guter Vergleich. Ja. Und falls ihr aufgepasst habt vor dem Speichern. So, da gibt es jetzt zum Beispiel einen Direktionschart, sozusagen Projektile. Genau, also hier müsste ich mit dem rechten Analogstick arbeiten, um genau zu zielen. Also ähnlich wie wir das bei der Tür gemacht haben. Und das könnte ich jetzt mal direkt demonstrieren. So, ist dann schon ausgerüstet. Ja. Hier. Neue Chars, die du noch nie equipped hattest, werden direkt autofilled, meine ich. Was ich sagen wollte, diejenigen, die aufgepasst haben vor dem Speichern, habe ich hier so eine blaue Mana-Rose bekommen, die ersetzt, wie ich schon gesagt habe, die Herzen, ja. Um das Mana wieder aufzufüllen. Zingi. Wir würden natürlich hier jetzt alles aufdecken, was wir aufdecken können. Hier haben wir nochmal kurz die Karten ansicht. Genau, ja. Aber da wir natürlich schon einiges über das Spiel wissen, wissen wir auch, dass wir erst mit anderen späteren Upgrades, die wir bekommen, hier wirklich alles aufdecken können. Das heißt, es läuft wieder sehr viel auch auf Backtracking hinaus. Genau. Auch das ist ganz klassisch Castlevania-like. Und auch darauf freue ich mich schon zutiefst. Habe sehr, sehr viel Bock drauf. Man kann auch wieder davon ausgehen, es wird brüchige Wände geben, ja. Die man erst finden muss. Und noch viele weitere Secrets. Also wirklich sehr, sehr schön gestaltet. Also Castlevania-Teile sind für mich so, auch Metroid ja natürlich auch, so eine Spieleart, die kannst du nicht genießen, wenn du wirklich nur so ein linearer Gamer bist, der halt wirklich sagt, so, ich mache jetzt Story und dann ist gut. Sondern du musst schon wirklich Langzeitmotivation haben und solltest auch so ein bisschen explorationsfreudig sein, weil sonst verpasst du einfach vieles von dem, was das Spiel dir bietet. Das ist richtig. So, jetzt haben wir die Galleonskarte bekommen. Das ist ähnlich, wie wenn du in Metroid beispielsweise den Kartenraum erreicht hast, ja. Es wird dir im Prinzip alles aufgedeckt, was an Möglichkeit besteht, an Räumen, die zugänglich sind. Genau. Und die natürlich blau markiert sind, sagen dir, wo du schon gewesen bist. Hier diese leuchtenden Punkte, da sind wir, welchen Weg wir gerade eingeschlagen haben. Genau. Und die rot markierten Bereiche, da sind die Speicherstationen. Es gibt noch eine weitere Farbe, das ist dann ein grün markierter Raum. Das sind die Teleportierräume bzw. Warpräume. Das wird aber erst später kommen. Jetzt merke ich gerade, aber hier waren wir noch nicht den Abschluss gemacht. Nee. Wir sind jetzt die andere Route gegangen. Du bist da nach links durch, weil da die Truhe war. Ist die Frage, ob wir nicht hier nochmal kurz zurückgehen sollen. Wir kommen so oder so dann nochmal dahin, glaube ich. Ich also meine, rechts auf der rechten Seite müsste eine brüchige Wand sein, wo man dann immer durch kann. So, dann geht's erstmal hier weiter. Ah, hier haben wir noch eine Truhe. Ein Kurzschwert. Ich bin mir ziemlich sicher, einige von euch werden ja auch mit Dark Souls bekannt sein. Und ja, ähnlich wie auch in Dark Souls gibt es hier Mimics. Also Kisten, die dich locken und verarschen. Ja, richtig. Hey, da. Ja, das ist sehr toll.